Willkommen zurück zu einer neuen Folge von der XXS Farm. Im Landwirtschaftssimulator 19 seit der letzten Folge war ich wieder mal fleißig und habe ein bisschen weitergearbeitet. Ich habe nämlich hier auf dem Feld, wo uns der Hafer ja verdorben ist sozusagen, habe ich jetzt ein bisschen Weizen ausgesät. Warum ich das gemacht habe, kann ich euch gleich noch schnell erklären. Und auf einem anderen Feld fährt gerade noch der Pflug. Das dauert natürlich hier alles sehr, sehr lang. Deswegen mache ich auch immer mal ein bisschen was offscreen, weil in den Folgen schaffen wir sonst gar nichts mehr. In dieser Folge habe ich mir überlegt, wollte ich ein paar andere Dinge machen, denn wir müssen das Weizenfeld noch düngen und ich habe auch ein paar Aufträge angenommen und wenn ich sage ein paar, dann merkt ihr schon, aha, der gute Mann hat wieder einen Mod installiert, denn im Spiel selbst kann man ja eigentlich nur einen Auftrag gleichzeitig annehmen. Ich habe aber gleich mehrere angenommen, denn wir müssen unsere Maschinen irgendwie auslasten. Wir haben im Moment nicht genügend Feldfläche, um das, um die eben auf dem Hof selbst zu auszulasten. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme einfach mal ein paar Aufträge an und verdiene dann damit auch noch ein bisschen Geld, denn das schadet der Farm nicht. Geld ist eine knappe Ware hier. Haben wir auch schon in der letzten Folge gesehen und das wird uns sicherlich auch noch in den nächsten Folgen beschäftigen. So, und dann würde ich sagen, machen wir hier schon mal den Kurs rein. Ich baue nämlich jetzt mal schnell einen Konvoi auf und dann fahren wir im Konvoi runter ins Dorf. Dann werden wir einmal kurz die Maschinen, die wir für die Aufträge, für die Mission brauchen, ablassen. Genauso wie das Gewicht hier gerade fälschlicherweise. So. Und dann geht's weiter. Ich muss mal schnell die Sämaschine hier ablassen, denn wir haben zwei Aufträge. Einmal geht es ums Ernten. Da muss, ich kann euch das mal kurz zeigen, ihr merkt, es ist sehr, sehr viel zu tun hier. Sehr, sehr viel rumgewuselt wird das. Wir sollen also hier ernten, Raps, genau. Und dazu brauchen wir gleich noch einen Mähdrescher und natürlich auch einen Abfahrer. Den Abfahrer habe ich jetzt schon dabei. Und da müssen wir noch Zuckerrüben anpflanzen. Und dazu müssen wir einmal kurz am Händler vorbeifahren. Dann werde ich einmal kurz das Gerät hier auffüllen und dann geht es weiter zum Feld, damit der Helfer dann ein bisschen Zuckerrüben anpflanzen kann. Gut, hier, was jetzt noch fehlt, ist, glaube ich, nur noch der Mähdrescher. Das heißt, machen wir mal hier die Laterne an und dann geht das gleich los. Ich habe euch in der letzten Folge gefragt, wie sieht das aus? Soll ich den die Feldspritze, musst du mal kurz gucken, ob die alle hinterherkommen, aber das sieht gut aus. Ich habe euch in der letzten Folge gefragt, soll ich die Feldspritze wieder verkaufen? Denn mir ist aufgefallen, die Arbeitsbreite ist doch relativ heftig und das ist nicht wirklich XXS. Und ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, Ansgar, wenn es einmal ist jetzt, dann ist es okay, aber lass es nicht zur Regel werden. Und habt, glaube ich, zu 70% in der Umfrage darüber entschieden, dass diese Spritze bleiben soll. Deswegen bleibt sie auch erstmal. Wir können die später immer noch austauschen. Aber ich bin eigentlich ganz dankbar, dass wir die jetzt erstmal haben. Weil das ist ja doch immer ein Wertverlust, ne? Wenn man mal kurz was kauft und dann wieder verkauft. Das ist ja eigentlich, naja, so ganz intelligent ist es nicht. Ist mir halt ein bisschen spät aufgefallen, gebe ich zu. War auch ein bisschen mein Fehler. Gut, jetzt müssen wir damit umgehen. Und das fand ich sehr, sehr schön, dass ihr dann so abgestimmt habt. Ich hätte es aber natürlich auch andersrum akzeptiert. So, haben wir heute die Trödelstunde hier. Müssen wir ein bisschen voran machen, denn die Folgen sind kurz, die Aufgaben vielfältig und auch langwierig. Und ich wollte euch noch fragen. Ich hatte das Gefühl, der eine oder andere möchte, dass der Fendt Favorit 500 ist das, glaube ich, ne? 500C. Ja, ich muss mal ein bisschen warten, dass die auch hinterherkommen. Ist er das oder ist das nicht? Ich gucke mir das mal schnell an. Hier, der Fan-Favorit 511C haben wir hier auf der Farm. Und da hatte ich den Eindruck, dass einige von euch den gerne ausgetauscht hätten. Wieso ist denn der so langsam, der da vorne? Verstehe ich nicht ganz. Alle rücken dem richtig auf die Pelle. Na gut, wir haben ja nicht mehr viel zu fahren. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass einige von euch den gerne ausgetauscht sehen wollen würden. Das ist jetzt kein Thema, was jetzt in dieser und in den nächsten Folgen angegangen wird. Also ich glaube, im Moment sind wir gut damit beraten, das Geld, was wir im Moment haben, erstmal in andere Dinge zu stecken. Aber in Zukunft würde ich da durchaus mit mir reden lassen. Nur die Frage ist natürlich, durch was ersetzen wir diese Trecker? Welches Modell würdet ihr gern auf der XXS-Farm sehen? Was würde hier gut passen? Was fehlt hier vielleicht auch noch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann werde ich mich danach richten und werde dann die
nächste Kaufentscheidung davon abhängig machen. Oh Leute, was ist denn da los? Ich glaube, das ist irgendwie, das ist so ein Bug, den hatte ich letztens schon mal, dass irgendwie einige Fahrzeuge zu langsam fahren. Das muss irgendwas mit dem LS19 zu tun haben. Womit genau oder wie genau das damit zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber wir sind hier auf jeden Fall in der richtigen Region und ich glaube, wir müssten jetzt, wir gucken es uns mal schnell an. Also wir haben hier die Aufträge auf dem Feld 15 und 42 und die liegen, Moment, wo liegen sie? Genau, hier, 15 und 42. Wir werden jetzt einmal kurz einen Abstecher beim Shop machen. Das liegt sozusagen auf der Strecke. Werden wir einmal kurz auffüllen, das eine Gerät und dann geht das weiter. Und gleich sind die hoffentlich auch hinterhergerückt. Ich werde den gleich mal persönlich übernehmen. Den Klaas hier habe ich natürlich mitgenommen, um dann gleich den Düngerstreuer zu kaufen. Aber ich werde jetzt mal schnell hier rein switchen. Ah, es ist ein bisschen... Guck mal, der fährt... Ah, vielleicht liegt es an dem Tempomat. Ah, so. Aha. Ich hatte das letztens bei Kursplay. Das war eine komische Schote. Also, womit genau das zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber ich mache mal schnell den Kursplay... den Follow-Me-Kurs raus. Den kann ich nämlich einmal schnell hier einlenken. Na, kommen wir nicht ganz rum. So. Aber ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil der Drescher ja ein bisschen breiter ist. Ah, ich hoffe, die kriegen das hin. Ah. Oh je, oh je, oh je. Jetzt drängt der hinten da schon. Moment, ich muss das mal kurz. Sieht ein bisschen unbeholfen gerade aus, aber das muss mal kurz sein. So, das Schild musste auch kurz dran glauben. Gucken wir mal, ob der da hinten hinterher kommt. Ja, ich glaube, der kommt nicht hinterher. Gut, aber egal. Wir müssen das jetzt mal kurz hier über die Bühne bringen. Das ist halt hier alles ein bisschen enger. Und das habe ich vorher nicht so bedacht. So, also der Fendt ist auf jeden Fall hinterher gekommen. Und den Drescher kann ich dann persönlich nochmal hinterher fahren. Aber jetzt können wir einmal schnell den Fendt hier übernehmen. So, und dann müssen wir einmal kurz auftanken. Das machen wir, indem wir hier ein paar Big Bags kaufen. Mit Saatgut. So, wo haben wir es? Hier. Da brauchen wir einmal hier, genau. Da nehmen wir mal so, keine Ahnung, 2, 3. Ich weiß gar nicht, welches Volumen wir hier haben. Ich mache mal erstmal so. Dann gucken wir mal, ob das schon reicht oder ob wir da noch mehr brauchen. Denn ich weiß gar nicht, welches Volumen hier unsere Maschine hat. Oh, Seta war viel zu viel. Gut, aber wir haben ja noch eine andere Sämaschine auf dem Hof. Also, wir kriegen das auf jeden Fall verbraten. Ich denke, ich werde das dann mal überladen und werde mir dann irgendwie versuchen, irgendwie so ein Silo, so ein Saatgutsilo oder sowas zu besorgen. Ich muss mal gucken, was es da so gibt, ob es da überhaupt was in die Richtung gibt. Aber wenn es da was geben sollte, dann ist das, glaube ich, gut, wenn wir das hier auf der Farm haben. So, dann machen wir den wieder rein. Dann holen wir noch schnell den Mähdrescher hinterher. Und dann setzen wir die gleich aufs Feld. Und ich möchte auf jeden Fall in dieser Folge auch selbst noch ein bisschen arbeiten. Das ist jetzt immer so Vorbereitungsarbeiten hier.
So, ich lasse den mal hier stehen. Übernehme hier schnell den Drescher. Und immer wenn er voll ist, werde ich den dann persönlich abtanken. Das kriegt man ja gut hin. Aber jetzt erstmal Feld 15 auswählen. Und schnell die... auch mal drei Vorgewände, würde ich sagen. Und dann lassen wir mal schnell den Kurs laden. Und dann... Attacke! Also, auch das ist jetzt hier auf dem rechten Weg. Der fährt aber ein bisschen versetzt. Hat er zufällig. Ich muss mal kurz gucken. Drescherverband deaktiviert. Fahrzeug auf dem gleichen Kurs. Okay. Nee, okay. Das sollte eigentlich alles richtig sein. Na weh, ich lass den mal machen. Bisschen komisch, dass der neben der Spur fährt. Das verwundert mich gerade etwas. Hier irgendwie den... irgendwie Offset eingestellt, also. Bahnversatz, oh ja. So, gut. Jetzt ist auch der Offset weg. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt endlich. Kaufen wir uns jetzt endlich den Düngerstreuer. Das läuft ja schon mal gut hier. Kaufen wir uns jetzt gleich endlich den Düngerstreuer und dann können wir damit endlich mal starten. Das war eigentlich so das Hauptprojekt für diese Folge. So. Gut, also einmal Düngerstreuer kaufen, da habe ich mir natürlich jetzt auch so ein bisschen Gedanken gemacht, welchen man dann nimmt. Die haben alle ganz gute Kapazitäten, bei dem sieht es nicht so aus, aber ich glaube, der reicht uns erstmal. Deswegen kaufen wir jetzt einfach mal diesen Querneland und füllen den noch schnell auf und notfalls muss ich dann halt nochmal fahren, aber so lang ist das ja auch nicht. Auch da will ich mal gucken, dass ich das irgendwie auf den Hof bekomme, dass ich da irgendwie ein Silo oder sowas auf dem Hof bekomme, sodass man da nicht ganz so weit fahren muss. Vor allen Dingen, wenn ich das dann später mal mit einem Cosplay-Kurs mache, ist es eigentlich ganz schön, wenn der dann an dem Hof aufladen kann und dann automatisch wieder zum Feld zurückfährt. Gut, nachdem diese Cosplay-Startschwierigkeiten jetzt erledigt sind, und die Follow-Me-Startschwierigkeiten, ne, man merkt, worauf man hier alles achten muss auf so einer XXS-Farm, würde ich sagen, packen wir's. Machen schnell den Düngertank hier voll. Und dann geht's ab, die Luzi. Kann ich es zudecken? Nee, okay. Haben keine Abdeckung. Alles klar. Gut, dann mal mit Vollgas zurückdonnern. Ja. Den KI-Verkehr habe ich noch immer ausgeschaltet. Ich dachte mir, wenn ich jetzt mit Follow Me hier durchfahre, wieder zurück, dann ist das jetzt nicht so sinnvoll, aber in Zukunft werde ich den auf jeden Fall wieder aktivieren. Dann ist hier noch ein bisschen mehr Leben drauf. Ich muss das immer so ein bisschen davon abhängig machen, ob Cosplay aktiviert ist oder nicht. Denn Cosplay hat manchmal ein bisschen Probleme mit dem KI-Verkehr. Das ist ein bisschen kurios dann anzusehen, funktioniert aber auch nicht immer. Und deswegen ist es mir lieber, wenn wir den dann, wenn wir irgendwie mit Cosplay-Kursen auf der Straße unterwegs sind, ausschalten. Aber solange wir das nicht tun, kann ich den natürlich gerne angeschaltet lassen. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Im Moment hatten wir, also es gab jetzt nicht so viele Aufträge, die ich gut machen konnte, weil ich für viele Dinge entweder nicht die Gerätschaften habe, zum Beispiel Ballenpressen oder so, oder der Pflug zum Beispiel auch gerade in Benutzung ist. Aber die Aufträge, die ich jetzt machen konnte, das ist ganz schön, weil erstens sind die Maschinen ausgelastet, zweitens verdienen wir damit auch noch ein bisschen Geld. Und drittens ist natürlich dann auch ein bisschen mehr Leben hier auf der Map. Das ist ja im Singleplayer nicht immer garantiert. Gut, dann würde ich sagen, los geht das. Mache ich einmal ein Vorgewende. Muss man sicherlich nicht machen. Ah, ich kann auch hier vor und zurückfahren. So. Ein bisschen gucken, dass es auch alles vernünftig verteilt wird hier. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, also für unsere Feldgröße reicht der locker. Das reicht. Ich denke, ich werde sogar mit einer Ladung hier hinkommen. Ja, guck mal, also das sind zwei, drei Bahnen, die ich hier fahren muss und dann tipptopp 1A. Super! Also, ich denke, ich werde das jetzt in Zukunft so machen, dass die XXS-Farm im Wechsel mit der XXL-Farm kommt. Also immer so alle zwei Tage. Das Problem ist nämlich, mit den ganzen Vorbereitungen und so habe ich festgestellt, ich schaffe das nicht täglich. Ich hätte es auch gerne täglich gemacht oder auch mal überlappend, so am Wochenende oder sowas, mal beide Sachen, beide Projekte.
Das funktioniert aber nicht. Wir müssen sowieso mal gucken, ob dieses Konzept, so wie ich mir das so ausgedacht habe, so auf lange Sicht auch funktioniert oder nicht. Das werdet ihr natürlich auch mitbestimmen. Aber im Moment habe ich noch das Gefühl, das ist eine ganz gute Sache. Und wenn sich das alles hier so ein bisschen eingespielt hat mit den Cosplay-Kursen, dann wird das, glaube ich, auch eine schicke, nette, gut anzusehende Sache. Ich hoffe, das ist jetzt schon, aber dann wird es noch ein bisschen besser anzusehen sein, hoffentlich. Ah, da muss ich gleich nochmal rum. Ich mache gleich die Lücken, die ich gelassen habe, bessere ich gleich nochmal aus. Passiert immer, wenn man wendet. Eigentlich wendet man ja auch ein bisschen anders und macht das kurz aus, aber ja. Ich fahre gleich einfach nochmal da drüber und dann ist das ja auch erledigt. Und dann gucken wir gleich mal. Ich kann auch jetzt mal kurz gucken. Also da geht auf jeden Fall was. Die Aufträge gehen voran. Und es geht auch relativ schnell. Ich meine, die sind nicht gut bezahlt, ne? Wir verdienen, glaube ich, insgesamt 4.000 Euro damit. Das ist ein netter Almosen für unsere Farm. Aber ein Tropfen auf einen heißen Stein ist das. Das ist jetzt nicht viel. Aber, ja, man nimmt's mit, ne? Würde ich mal so sagen. So, und dann geht's hier nochmal lang. Aber die Map ist wirklich wunderschön. Ich habe allerdings ein Problem. Das hätte ich fast vergessen. Ich habe ein Problem. Das zeige ich euch gleich nochmal schnell. Am Schweinestall habe ich nämlich das Gefühl, es fehlen da irgendwie Trigger. Da müsst ihr mir mal auch, also ich habe mir Bilder angeguckt und da waren Trigger angezeichnet, die ich nicht habe. Und das macht es ein bisschen schwierig, da Schweine zum Beispiel abzuladen, wenn wir die mit einem Transporter hinbringen. Oder selbst wenn wir die kaufen wollen, weiß ich nicht, wo ich die kaufen soll. Ich kann mir das nicht ganz erklären, woran das liegt. Da fragt man sich immer, woran es gelegen hat, ne? Aber wenn ihr da irgendwelche Ideen habt oder euch irgendwie gut mit der Map auskennt, dann lasst mich das gerne wissen. Ich zeige euch das gleich mal, wo diese Trigger hätten sein sollen und wo sie entsprechend nicht sind. Jedenfalls bei mir. Vielleicht sieht das bei euch anders aus. So, jetzt hier schon versucht, die Lücke ein bisschen kleiner zu gestalten. Ich habe nämlich hier kein Vorgewende gemacht und deswegen, wenn man da nicht durchfährt, dann entstehen immer mal diese kleinen Löcher. Sieht dann nicht schön aus, aber naja. So. Aber ich denke, ich werde auch in den nächsten Folgen immer so versuchen, so mindestens einen Auftrag parallel laufen zu lassen, weil es gerade am Anfang, glaube ich, echt noch gutes Kapital ist. Auch wenn wir natürlich den Cosplay-Helfer jetzt bezahlen, ist es, glaube ich, noch eine ganz gute Investition. So, geht's hier nochmal lang. Und dann machen wir auf der anderen Seite nochmal schnell alles fertig. Und dann ist dieses Feld hier auf jeden Fall schon mal gedüngt. Die erste Stufe. Ich habe hier bei diesem Feld vergessen, das zu pflügen. Weil ich das in den anderen Projekten, glaube ich, ausgeschaltet habe. Jedenfalls auf der XXL-Farm. Da vergisst man das dann schnell mal. Aber auf dem anderen Feld ist es mir noch rechtzeitig eingefallen. Und deswegen wird da auch gerade noch gepflügt. Und das dauert echt lang. Also mit so einem XXS Flug ist das, ja, eine langwierige Geschichte. So, jetzt zeige ich euch nochmal schnell die Position, an denen die Trigger sein sollten. Und dann tanke ich gleich mal schnell Raps noch ab. Und dann sind wir schon wieder dicke am Ende der Folge angekommen. Das heißt, wir müssen da in der nächsten Folge weitermachen. Zum Abschluss der Mission kommt es vermutlich heute gar nicht mehr. So, hier sehen wir zum Beispiel, das ist so eingerahmt, hier ist irgendein Trigger. Aber hier am Schweinestall, hier müssten irgendwo Trigger sein, glaube ich. Aber es gibt hier keine. Die sind, also hier ist nichts eingezeichnet und ich weiß nicht, wo man die Schweine hier kaufen soll. Und wenn ich die beim Händler kaufen will, dann wird mir auch angezeigt, habe ich natürlich schon ausprobiert, dann wird mir auch angezeigt, dass ich gar keinen Schweinestall habe, obwohl ich ja offensichtlich einen habe. Das ist so ein bisschen schwierig. Also wenn ihr da irgendwie was wisst, wenn ich irgendwie die Map-Version updaten muss oder so, wenn es da irgendein Update gibt, was man sich herunterladen sollte, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, das wäre sehr, sehr, oder schreibt mir eine E-Mail. Das wäre sehr, sehr hilfreich, weil mich das echt ein bisschen irritiert hat. Aber wir haben ja sowieso noch einige Dinge zu tun hier auf der XXS-Farm und sehen hier, der hat auch wieder ein spektakuläres Kunstwerk geschaffen. So. Aber jetzt ist ja, glaube ich, gleich die erste Tour hier vorbei. Und just in dem Moment, als wir hier in den Glas springen, muss er auch entladen werden. Zufall? Ich glaube nicht. So, ich muss einmal kurz wenden. Machen wir einmal hier. Safety first, ich mache mal Warnblinker an. Werde ich einmal so.
Okay. Ich fahre hier nicht so gerne in der Innenperspektive, weil die Innenperspektive beim Klaas einfach nicht so schön aussieht. Könnte man natürlich machen, aber ist jetzt, wie gesagt, nicht so spektakulär. Und ja, dann fahre ich mal so dran. Guten Tag! So, dann kann er das einmal kurz überladen. Und dann seht ihr, auf der XXS-Farm ist schon in Folge 3 richtig Action. Ja, also richtig viel los. Und ich denke, in der nächsten Folge werden wir dann auf dem Feld, was war das hier für ein Feld? 95, das ist ja so unser größtes Feld im Moment. Da werden wir dann in der nächsten Folge drauf ansäen und das auch düngen. Und dann gucken wir mal, wie sich das so entwickelt hier. Ich habe ein gutes Gefühl eigentlich. Ich glaube, das wird eine ganz nette Geschichte. Und wie gesagt, ich werde auch in den nächsten Folgen gucken, dass ich immer mal eine Mission laufen habe. Gut, das war's allerdings von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne in die nächsten Folgen wieder rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.